Nazi-Kinds wohl gar nicht mehr erwarten. Man immer mit der Ruhe und mit einem kleinen Trost. Da, trinken Sie mal einen Schluck, das macht ein Mann aus Ihnen. 15 Stunden liegt meine Frau jetzt schon hier. Und da geben Sie schon so an, wenn wir im letzten Jahr das 2 Tage gedauert und dann war es auch bloß wieder ein Mädchen. Das 4. Ja, das war unser erstes. Na dann Prost, da können Sie ja für lange Sitzung hier fast machen. Wie geht's denn der werten Frau Gemahlin? Ja, ich weiß nicht. Seit ich sie gestern Nacht hierher brachte, da habe ich überhaupt nicht mehr geschlafen. Kein Auge zugemacht. Ja, ich bin ja schuld dran. Das will ich stark hoffen, junger Mann. Nee, das sowieso. Nur, ich habe es bis gestern Abend ja selbst gar nicht gewusst. Ach so, da sind Sie gar nicht verheiratet. Verheiratet doch, ja schon. Aber nicht so, wie es hätte sein müssen. Schönen guten Abend, Frau Generalin. Na, höchste Eisenbahn, dass Sie kommen. Na, regen Sie sich mal ein bisschen ab, Marquardt. Sie kriegen doch das Kind nicht. Ist der Baby schon da? Die Weiber, die sagen einem ja nicht. Und das ist es ja, was einen so zermürbt. Die haben ja keine... Psst. Die haben ja keine Ahnung, welche Gefahren damit verbunden sind. Also ich als Landwirt, ich weiß, dass da Katastrophen eintreten können. Und da kommen die... Wir machen eine Wette. Ich wette. 1 Mark, es wird ein Junge. 2 Mark, Mädchen. 3 Mark, ein Junge. 5, ein Mädchen. Junge! Doch, Paul. 5 Mark. Lieder Ranzael, alles schön zusammengeflickt. Kein Glück gehabt? Nee. Der Generalstab war anscheinend schon vor mir da. Setzen wir uns doch hin. Erzähl mir mal, wie ist es zu Hause? War's schön im Urlaub? Ja, zum Teil. Was war denn? Oh, ich passe nicht mehr in die Heimat. Außer Kat. Dir habe ich niemand, Kat. Na Mensch, da hast du aber nicht viel. Mir hast du auch gefehlt. Hier draußen weißt du wenigstens, was los ist. Hier wird nicht gelogen. Ruf nach Paris? Die sollten mal sehen, was der Feind alles hat. Richtiges Weißbrot haben die. Und mindestens 10-mal so viele Flugzeuge wie wir. Und Tanks, die alles überrollen. Und was haben wir dagegen? Ausgeleierte, müde Geschütze, die oft in unserer Linien feuern. Nichts zu fressen. Keine Klamotten, keine Offiziere. Ruf nach Paris. Junge, was denken die sich in der Heimat? Ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt müssen wir gehen.